Was essen Veganer so in ihrem Alltag unter der Woche? Natürlich Steine und Stücke und Moos und Gras. Es gibt inzwischen so viel Auswahl, das ist einfach wahnsinnig. Was ich so esse, zeige ich dir in folgendem Video, aber ich würde einfach sagen, wir legen mal los nach dem Intro. Ich bin jetzt schon seit mehreren Jahren vegan. Und finde es richtig großartig, was sich so in der Lebensmittelindustrie getan hat. Es ist also kein Problem mehr, vegan zu sein. In meinem Food Diary zeige ich dir 7 Tage lang, was ich so esse. Und ich würde einfach sagen, wir legen mal los mit Montag. So, erstes Essen in der Woche sind saure Linsen mit Karotte. Und dazu esse ich immer Hefeflocken. Ein richtiger Schwabe würde da jetzt noch Seitewurstle essen, aber manchmal esse ich da so ja, Ersatzprodukte dazu. Aber momentan habe ich wieder so eine Phase, wo ich es nicht so brauche. Dazu gibt es meinen Wasserkefir. Da ich mich heute ein bisschen unfit fühle und ein bisschen Energy brauchen kann und noch Matcha da habe, habe ich mir einen Matcha-Shake aus der Fly Barista gemacht. Das passt nicht ganz, hab ich mir anders vorgestellt, dass das einfach besser schmeckt. Passt nicht ganz. Egal. Einer Banane, bisschen Salz. Die Banane war sehr überreif schon. Bisschen Salz so als Kontrast. Und dann eben die Fly. Milch und ein paar Eiswürfel. Bei mir gibt es noch einen kleinen Rest Mittagessen, also die sauren Linsen. Und dazu ein Käsebrot mit diesem würzigen von Simply V, ein bisschen Margarine und Gurke. Bei mir gibt es jetzt noch einen kleinen Snack, und zwar ein bisschen Cornflakes mit ein bisschen Kokosjoghurt, ein bisschen Fruchtmarmelade und ein bisschen Agavendicksaft. Heute gibt es bei mir seit langem mal wieder ein Curry. Schön mit Spargel, mit Karotte, mit Pilzen, was eigentlich noch da war. So, das ist ein gutes Resteessen. Schönen Erbsen noch, bisschen Reis. Jawohl. Ich werde jetzt noch ein paar Kekse essen. Das sind die Kekse aus dem Kaufland. Die kann ich echt empfehlen. Oldie but Goldie. Ich habe mir vom Lidl das Eis hier geholt von Vimondo. Neue Marke von denen. Da sind lauter also vegane Sachen auch rausgekommen. Das Eis finde ich okay. Muss ich jetzt nicht nochmal haben. Ist aber ein richtig gutes Vanilleeis, finde ich. Die Schokolade muss tatsächlich gar nicht sein. Finde ich weniger gut. Aber das Vanilleeis ist echt me mega gut. Ich habe mir heute diese Mühlensalami von Wiesenhof geholt. Die fand ich, glaub mal, gar nicht schlecht. Einen Rest Auberginenaufstrich habe ich auch noch im Kühlschrank gefunden. Musste auch leer gemacht werden. Und wie man so sieht, ein bisschen Tomate gibt es auch noch oben drauf. Bei mir gibt es jetzt Nudeln. Einfach Kapern dazu essen, ein bisschen scharf, Blattpaprika, ein bisschen Hefeflocken, so wie es sich gehört. Das ist sehr basic, das Essen, aber ich liebe es. Ich liebe es einfach. Zum Nachtisch gibt es noch ein Eis. Die sind okay. Merkt man es natürlich schon noch ein Ticken besser, aber es kommt schon relativ an Magnum ran, finde ich. Ich esse jetzt ein bisschen fermentiertes Gemüse. Das mache ich gerade wieder. Und das ist halt einfach ein bisschen Spargel, ein bisschen Karotte, muss selber überlegen, Zwiebel, Knoblauch, dann haben wir Blumenkohl und das war's. Grüner Paprika ist auch noch dran. Das mache ich meistens mit Gemüse, was übrig bleibt im Kühlschrank. Die beste Geschichte, die man machen kann eigentlich mit dem Gemüse, was man halt verarbeiten kann, weil so bleibt es dann auch haltbar. Ich habe mir ja bei Koro das Falafel-Mix geholt und das werde ich mir definitiv nochmal holen, weil das ist mega geschickt, mega lecker und super schnell. Und ich esse das meistens zu Tomatensalat mit Basilikum und Balsamico-Essig. Und dazu gibt es bei mir noch eine Scheibe Brot. Bei mir gibt es halt was ganz, 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 ganz Einfaches und zwar Kartoffeln. Vielleicht kommt die ein oder andere Kartoffel noch dazu. Tomate. Und Aufstrich. Übrigens, die Mayo von Koro finde ich nicht so gut. Die von Edeka ist immer noch am allerbesten.
bin gerade so ein bisschen am Aufbrauchen. Die Bohnen, die sind echt so schwierig zum Kochen. Wenn du sie so kochst, dann musst du sie 2 Stunden lang kochen. Habe ich meistens keine Lust drauf. Wenn ich die in meinem Schnellkochtopf koche, sind 10 Minuten zu kurz, wie ich jetzt festgestellt habe. Und dann habe ich sie noch 10 Minuten so mit offenem Deckel gekocht, weil sonst wären sie verkocht gewesen. Perfekt sind sie nicht. Also ich würde die jetzt nicht mehr holen. Keine Ahnung, wie die heißen. Gab es mal bei Aldi. Daraus habe ich auf jeden Fall einen Bohnensalat dann gezaubert. Dann gibt es ein Brot und diese Chicken McNuggets habe ich im Rewe im Tiefkühlfach gefunden. Eine Tiefkühlabteilung. Finde die okay. Es gibt jetzt immer mehr so Tiefkühlsachen. Der Aldi hat ja auch. Aber ja, es ist eine gute Sache, wenn man mal keine Lust hat zu kochen oder keine Idee. Es ist ein netter Zusatz gerade zu meinem Bohnensalat. Und dazu gibt es natürlich wieder ein Brot. So, es gibt Kartoffeln. Es geht einfach echt immer Bratkartoffeln und Salat. Also da muss man mir gar nicht fragen. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsessen. Bratkartoffeln, schöner Salat dazu. Bisschen Radieschen, Gurke, Zwiebel. Lecker. Ich habe von gestern noch Bohnensalat übrig. Den esse ich jetzt mit Brot. Und dazu esse ich einen Pfirsich. So, jetzt gibt es noch ein Brötchen mit der Mühlensalami. Die ist okay, aber ich würde sie jetzt nicht als Salami durchgehen lassen. Da gibt es echt bessere. Guten Morgen. Ich habe mir Frischkäse mal wieder gemacht. Mit italienischen Kräutern. Das ist da drin. Und da gibt es dazu eine schwäbische Seele. Einmal Wasserkefir, einmal grünen Tee und Erdbeeren mit Mango und Pfirsich und Joghurt und Chiasamen und Cornflakes, wie ihr seht. Jo, ja, ich habe mal wieder vergessen zu filmen. Das ist ein Alpro Dessert und zwar mit Pistazie und Schokolade. Ich liebe die Dinger ja. Die sind allerdings ganz klein. Und das habe ich gerade gegessen und mal wieder vergessen zu filmen. Jetzt gibt es bei mir noch eine Brezel und eine Apfelsaftschorle. Ich habe noch Spargel da. So also ziemlich jetzt der letzte, weil jetzt ist dann vorbei. Und dann habe ich Nudeln gekocht, hatte noch ein bisschen Pesto und Basilikum und Hefeflocken und fertig ist das Essen. Ich habe aber wieder viel zu viel Nudeln gekocht, dass ich jetzt für morgen nochmal welche habe. Guten Morgen, ich frühstücke heute wieder. Mein selbstgemachter Frischkäse. Joghurt mit Früchten, also Mango, Erdbeere, Banane, Nuss. Dattel ist drin, Chia, bisschen Haferdrink. Dann trinke ich heute schön meinen grünen Tee wieder. Und Lord Nelson. Und eine schwäbische Seele esse ich. Ja, und Wasserkefir. Den Wasserkefir, den habe ich noch nicht erwähnt. Mit dem Essen habe ich keinen Wettbewerb verdient, aber ich habe gestern Nudeln übrig gehabt. Und da habe ich jetzt direkt in der Schüssel mit den Nudeln die Soße zubereitet, was das Ganze ein bisschen, naja, unschön gemacht hat. Aus Joghurt, Ketchup, Curry und Senf. Dazu trinke ich einmal Wasserkefir und Tomate ist drin und ein bisschen Essiggurke und einen Rest Seele habe ich hier auch noch. So, jetzt müssen wir noch einen Eiskaffee. Wieder mit Haferdrink und Eiswürfel und ein bisschen Zucker. Und zum Nachtisch ein Alpro Mousse Dessert. Die sind echt mega gut. Kann ich euch echt empfehlen. Ich bin gerade so ein bisschen auf einem Aufbrauchtrip und möchte Sachen aufbrauchen, die ich einfach sowas von unregelmäßig esse, wie zum Beispiel Couscous. Den habe ich mir jetzt wie einen Bulgursalat angemacht. Mit Tomatenmark, mit Paprikapulver, mit Zitrone, mit Salz. Habe ich ein bisschen Granatapfelsirup rein, Pfefferminze, Zwiebel, Paprika und Tomate. Dazu ein Brötchen.
Ja. In dieser Woche war mein Lieblingsessen eigentlich der Bohnensalat. Aber der hat mich auch ein bisschen geärgert, weil der einen Tag später wieder so ein bisschen härter geworden ist. Also ich esse so Bohnen unwahrscheinlich gerne und habe einfach gemerkt, ich muss das wieder häufiger in meine Ernährung einbauen, weil das ist halt einfach auch super cool. Wenn du zu viel hast, gibst du es in den Kühlschrank, nix, und da kannst du es immer noch essen. Es sei denn, du hast so komische Bohnen verwendet wie ich. Die habe ich mir im Aldi gekauft. Die sind so klein und die Wahrscheinlichkeit, dass du die verkochst, ist unwahrscheinlich hoch. Naja, es wird jetzt zukünftig wieder häufiger Food Diaries geben. Ich möchte euch einfach zeigen, was ich so esse. Und ich würde einfach sagen, tschüss. Schön, dass du dabei warst. Gib gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Die helfen mir immer weiter. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.